Hallo und herzlich willkommen zum Testbericht des Mobistel Synos T5, dem neuen Topmodell von Mobistel, das zum ersten Mal mit einer Quad-Core-CPU ausgestattet ist, abgesehen davon 5 Zoll Bildschirmdiagonale bietet und damit in der gleichen Größenkategorie arbeitet wie das Mobistel Synos T2. Man könnte es als Nachfolger oder vielleicht als großen Bruder bezeichnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mobistel auch das T2 noch weiter im Programm führt. Das T5 aber, wie gesagt, schnellere CPU, hat eine höhere Bildschirmauflösung, nämlich 720x1280, also die kleine HD-Auflösung. Ansonsten sehr ähnlich ausgestattet, aufgemacht wie das T2. Sprich einen 2000 mAh Akku, eine 12-Megapixel-Kamera, 4 GB internen Speicher, von dem man so zweieinhalb ungefähr frei nutzen kann. Die Möglichkeit, den mit MicroSD-Karten mit bis zu 32 GB zu erweitern. GPS, WLAN, Bluetooth und all so ein Kram, das alles Übliche ist halt auch mit drin. Installiert ist hier das allerneueste Android 4.2. Das ist richtig toll für einen Handyhersteller, der so aus der Budget-Gegend eher kommt. Ich muss immer ein bisschen suchen, weil diesen neuen Settings-Screen hier bei 4.2, muss ich mal gucken, wo die Einstellungen sind. Das können wir direkt mal noch kurz zeigen. Hier 4.2.1 ist die aktuelle Version. Ja, das ist auf jeden Fall lobenswert, dass wir so ein aktuelles Android drauf haben. Fangen wir erstmal mit den Äußerlichkeiten an. Über die Größe und die Ähnlichkeiten zum Synos T2 hatte ich ja schon ein bisschen berichtet. Es ist fast das gleiche Format wie das T2, ein Tick ausladender, auch ein Tick dicker. Und hat auch leider ein anderes, ganz anderes Gehäusedesign als das T2. Wenn wir hier von vorne sehen, ist es größtenteils schwarz, ohne irgendeinen Schriftzug. Das sieht da eigentlich schon mal schick aus. An der Seite ist so ein metallisch glänzender Rand, sieht aber eher nach billigem Plastik aus, finde ich. Hier die Tasten auch in Hochglanzoptik, sehr schwierig zu ertasten, vor allen Dingen die Einschalttaste, die Lautstärkewippe, die wir hier auf der linken Seite haben, ist deutlich stärker, besser zu fühlen, steht so ein bisschen raus. Und irgendwie habe ich bei diesen Tasten immer so das Gefühl, da wäre noch eine Art Schutzfolie drauf, weil hier so komische Kanten sind. Ich habe es aber bisher nicht abgepittelt gekriegt. Also ich glaube, es ist keine Schutzfolie, aber es fühlt sich irgendwie so an. Naja. Was mich aber bei einem Gehäuse von der Optik her am meisten stört, ist, dass es halt einen hochglänzenden Rücken hat. Man sieht es hier, obwohl ich es kurz vorher nochmal geputzt habe, ist es sehr, hat sehr viele Fingertouchen. Was man jetzt in diesem Licht hier, ich bin draußen, habe halt so ein diffuses, leicht diesiges Sonnenlicht, ist dieser Glitzereffekt, der ist hier, jetzt kommt gar nicht zur Geltung. Das sieht man vor allen Dingen bei punktförmigen Lichtquellen. Also wenn man eine einzelne Glühbirne hat zum Beispiel oder so einen kleinen Spot, dann sieht man das sehr deutlich. Irgendwie ein ganz witziger Effekt, dass man das nur unter so seltenen Bedingungen erkennt. Ja, hier mittig angebracht mit einem kleinen Hubbel, aber nicht sehr stark ausgeprägt, die 12-Megapixel-Kamera. Mit einer LED zur Unterstützung, Schriftzug, Lautsprecher, hier oben die Kopfhörerbuchse und direkt daneben der MicroSD-Anschluss, bei Mobistel so üblich, das oben zu haben. Bisschen irritierend manchmal, aber naja. Unten haben wir nichts weiter, da müsste irgendwo ein Mikrofonlelle sein, da ist es. Das war es auch schon. Hier an einer der Ecken, an der rechten unteren Ecke, ist der Eingriff sozusagen, wo man den Fingernagel reindrücken kann, um dann den Deckel aufzumachen. Der ist relativ weich, aber nicht so labberig, wie ich das von den Samsung-Geräten her kenne. Hier, Dual-SIM-Handy, also mit zwei SIM-Karten-Slots, normale SIM-Größe, also diese Mini-SIMs sind das. Hier steckt eine MicroSD-Karte drin, habe ich schon mal mein 16-Gigabit-Testmodell reingesteckt und der dicke Akku. Machen wir es direkt wieder zu, um den Rundgang, ups, ich soll es mal ausmachen, dass ich hier nicht alles Mögliche einstelle oder so. Machen wir es mal zu. Um den Gehäuseeindruck zu vervollständigen, es macht leider auch nicht so den super stabilsten Eindruck. Also es ist, ich glaube nicht, dass es sehr schnell kaputt geht, hops. Aber wenn man hier an den oberen Teil seitlich so ein bisschen das zusammendrückt, dann knarzt es. Ja, auch weiter oben noch. Das in Verbindung damit, dass gerade hier die Tasten sitzen, vielleicht ist es auch deshalb, und man hier oft nach dem Einschalter sucht. Jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Das geht mir immer wieder so, dass ich den suche, aber man den schlecht ertasten kann.
und ich den irgendwie eigentlich immer ein bisschen tiefer vermute. Und wenn ich hier drücke, dann knarzt es einfach nur. Das ist natürlich, macht keinen so wahnsinnig guten Eindruck, ist so wieder mal die gefühlte Qualität beeinträchtigt. Ähnlich habe ich hier, na, an einer der Ecken unten. Ja, jetzt ist es verschwunden. Vielleicht war das Auf- und Zumachen da heilsam. Da hatte ich auch so ein bisschen knarzende Geräusche. Ist nicht ganz optimal. Also das Gehäuse ist, wie ich das so von Mobistel kenne, eher so ein bisschen enttäuschend. Ich finde zumindest diese Hochglanzoptik, die wirkt immer billig und auf jeden Fall immer verschmiert, immer Fingerabdrücke drauf. Ich finde das ätzend. Ist aber ein bisschen Geschmackssache. Es gibt vielleicht auch Leute, die das mögen. Mir persönlich gefiel das Gehäuse des Synus T2 um ein Vielfaches besser. Das wirkte deutlich hochwertiger und schicker. Das ist echt sehr schade, dass sie dieses Gerät hier nicht letztendlich in das gleiche Gehäuse gesteckt haben. Und mal zum Vergleich. Hier ist das billigste Modell von Mobistel, das F3, was für gut 120 Euro zu haben ist. Das hier kostet mehr als doppelt so viel. Ist exakt das gleiche Design, abgesehen mal davon, dass die LED und der Schriftzug hier anders positioniert sind beim kleineren Bruder. Wobei sich hier das Gehäuse besser anfühlt, also vielleicht weil es kleiner ist. Das hat keine, macht, gibt keine Geräusche von sich, wirkt eigentlich solider als bei dem großen Bruder hier. Ja, soweit zum Gehäuse. Da also eher ein kleiner Rückschritt gegenüber dem Vorgänger oder großen Bruder, nee, kleinen Bruder, wie auch immer, dem T2, dem anderen 5-Zoll-Gerät von Mobistel. Aber ansonsten bei allem ein wirklich, wirklich deutlicher Fortschritt. Und jetzt kommen wir zu den vielen positiven Seiten, die dieses Handy zu bieten hat. Zum einen das Display. Ich hatte es schon erwähnt, das ist die kleine HD-Auflösung, die, wie ich finde, für 5 Zoll auch völlig ausreichend ist. Ich weiß, es ist mittlerweile, kann man ein Top-Smartphone nicht mehr verkaufen, ohne da Full HD drin zu haben. Also dann die 1080x1920, die dieses Handy natürlich nicht hat. Aber das ist, finde ich, eher Overkill, schadet natürlich auch nichts und ist vielleicht bei Bewegungen, bei diesen Wischanimationen hier, dann alles nochmal ein Hauch flüssiger. Aber ich persönlich sehe den Unterschied zu der Full-HD-Auflösung, die ich zum Beispiel hier auf dem HTC One habe, nicht, obwohl das noch auf kleinerer Fläche die höhere Auflösung anbietet. Dazu noch ist das das erste Mobistel-Display, was ich sehe, was keinerlei Probleme mit Blickwinkeln hat. Jetzt ist ein bisschen durch die Reflexion hier täuscht es ein bisschen. Also das lässt in der Farbintensität ein ganz klein bisschen nach, wenn man es kippt. Es ist leider jetzt durch die starken Reflexionen hier draußen nicht so gut zu erkennen. Aber ihr habt es im Unboxing vielleicht schon gesehen, da das kann ich empfehlen, dann zwar noch mal reinzugucken, wenn euch das Display wichtig ist. Hier sind definitiv die Blickwinkel sehr gut, auch so über die Diagonale rüber, da lässt der Kontrast ein bisschen nach, aber es ist immer noch aus allen Richtungen gut ablesbar. Es gibt nicht so die Probleme wie beim F3, dass man dann, wenn man von oben drauf guckt, fast nichts mehr erkennen kann auf dem Display. Eins ist natürlich wichtig, bei so einem hochauflösenden Display braucht man auch entsprechend CPU bzw. GPU-Power, also für die Grafikdarstellung. Das hatte ich ja bei dem Alcatel OneTouch Idle Ultra bemängelt, das mit dem gleichen Dual-Core-Prozessor nur ein bisschen höher getaktet wie hier in dem F3 zum Beispiel arbeitet, aber mit so einer HD-Auflösung und da kommt dieser Prozessor definitiv an seine Grenzen. Mobistel hat netterweise hier eine Quad-Core-CPU eingebaut, auch von MediaTek, auch quasi, man könnte es vielleicht den größeren Bruder nennen. Das ist dann der, ich glaube, 6589, jedenfalls 89 am Ende. Die Quad-Core-CPU von MediaTek, die jetzt langsam in immer mehr Handys auch zu finden ist. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von der Performance dieser CPU. Wir können ja mal kurz, ah ne, das ist das Falsche, den AnTuTu aufmachen. Den hatte ich mal durchlaufen lassen und der kam auf einen Wert in der Größenordnung von Tegra 3, der zum Beispiel im Asus Transformer Prime steckt, 13.500 noch was Punkte. Das können wir hier irgendwo, gibt es da noch diesen schönen Barchart, jupp, da sehen wir es jetzt. Sehen wir nicht, wie Sie sehen nichts, doch hier ist sogar oberhalb des Asus Transformer Prime angesiedelt, noch ein Stückchen drüber und nicht sehr weit weg vom Samsung Galaxy Note 2 oder Nexus 4.
die ja mit sehr potenten Qualcomm-Prozessoren ausgestattet sind. Nee, der Samsung natürlich mit dem Samsung-eigenen Exynos, sorry. HTC One und Samsung Galaxy S4, die aktuellen Spitzenphones, sind dann nochmal ein Stückchen schneller. Aber ich glaube, also ehrlich gesagt, ich benutze ja auch ein HTC One. Ich merke den Geschwindigkeitsunterschied nirgends. Also ich habe bisher keine App gefunden, die auf diesem Gerät hier, auf dem Mobistel T5, langsamer laufen würde als jetzt auf dem HTC. HTC One zum Beispiel. Es mag Beispiele geben, werden vielleicht irgendwann mal Videobearbeitungstools und sowas auch kommen, die dann mehr Rechenpower brauchen, aber ich habe bisher solche Apps noch nicht benutzt, noch nicht gefunden. Also von der Power her wirklich super. Und wir können das vielleicht auch mal kurz zeigen. Mal Real Racing 3 kurz anstarten. Drehen wir das mal richtig rum. So, ich habe jetzt mal das ganze nervige Menü und Laden und er wollte noch wieder mal ein Update installieren für euch übersprungen. Und ich hoffe, man kann hier was erkennen. Das ist ein bisschen schwierig bei den Lichtverhältnissen. Hoppala, was habe ich immer hier gemacht? Das fährt sich absolut flüssig. Die Grafik sieht toll aus. Und ich denke, das wird nicht mit jedem Handy so flüssig laufen. Also mit den Dual-Core-MediaTek-Geräten zum Beispiel ist da schon immer wieder ist das nicht ganz so flüssig. Man kann es spielen, aber so richtig Spaß. Also so flüssig wie hier ist es nicht, sagen wir mal so. Übrigens auch hier, wie man sieht, die Grafik wunderbar. Bei dem Huawei ersten G615 hatte ich ja hier Grafikfehler drin. Also das war immer so ein Gekrissel, wie so ein fast schon Schnee über das Bild gelegt, so als ob. Ja, ich glaube, das waren so Anti-Aliasing-Effekte oder Moiré-Effekte. Ja, ich denke davon erstmal genug. Ja, soweit also zur Performance. Wie gesagt, absolut erfreulich. Ich denke mal, auch wenn so ein HTC One oder ein Galaxy S4 noch mal ein bisschen mehr Power unter der Haube hat, den Unterschied, den merkt man wahrscheinlich nur in ganz speziellen Apps, die wirklich endlos Leistung brauchen. Ich habe eine solche noch nicht gefunden bisher, außer natürlich Benchmarks, die dafür da sind, solche Unterschiede zu zeigen. Quadrant werde ich auch noch mal fahren, bevor ich das Gerät zurückschicke und dann beim Testbericht auf technophil.de die Ergebnisse posten. Kommen wir zu einer weiteren Erfreulichkeit bei diesem Gerät hier. Das ist das WLAN. Das ist eines der besten WLAN-Geräte, die ich bisher hatte. Bisher habe ich ja immer das Alcatel 997D als Referenz quasi so genommen. Und das Sinus T5 ist dem mindestens ebenbürtig. Ich habe so ein paar Räume hier zu Hause, in denen WLAN einfach sehr schlecht zu empfangen ist. Das sind einfach bauliche Gegebenheiten sozusagen, wo ich mit den meisten Geräten, wie zum Beispiel mit dem HTC One oder mit meinem Huawei S&P 1, das ich privat nutze, nur mit Glück überhaupt mal eine Verbindung bekomme. Und wenn ich eine Webseite aufrufe, dann dauert es lange, beziehungsweise oft kommt nichts. Mit dem T5 absolut kein Problem. Total butterweich funktioniert da auch das WLAN. Also es ist wirklich, wirklich toll und wer jetzt öfters in WLANs unterwegs ist, die nicht optimal sind, wo es schon mal Stellen gibt, wo man Glück haben muss, um Verbindung zu bekommen, ist das T5 sicherlich eine Empfehlung, weil das halt sehr, sehr robust dem gegenüber zu sein scheint. Noch ein erfreulicher Punkt ist die Kamera. Das war ja bisher immer eine große Schwäche der eigentlich aller MediaTek-Geräte, die ich bisher so getestet habe. Nicht wirklich schlimme Kameras, aber dann doch oft, wenn man ein bisschen reinzoomt, hat man sehr starke Artefakte und ein sehr starkes Rauschen und die Bilder sahen eigentlich aus wie von einer deutlich kleiner auflösenden Kamera, nicht wie 8 Megapixel zum Beispiel bei den meisten Geräten oder den 5 Megapixeln hier vom F3, sondern noch deutlich geringere Auflösung, dann irgendwie hochgerechnet und noch mit ein bisschen Rauschen überlegt. Das hier ganz anders. Es hat 12 Megapixel Auflösung und man kann bis auf Pixelebene reinzoomen, dann sieht man auch Unschärfen, sieht man auch ein kleines Gegrissel, aber deutlich weniger als bei den 8 Megapixel Modellen. Und wenn man bedenkt, dass man da auch noch eine höhere Auflösung hat, ist hier auf jeden Fall der Puffer, den man hat, um noch in ein Bild reinzuzoomen, um vielleicht einen Ausschnitt dann auszudrucken, deutlich größer.
Auch die Videokamera, ein deutlicher Fortschritt, kann Full-HD-Videos aufnehmen und das auch flüssig, ohne große Probleme. Ich denke, ich werde noch zusätzlich ein kleines Beispielfilmchen mal posten. Na, ich tippe aus Versehen immer auf diese Uhr drauf und dann kommt die Uhren-App. Was gibt es sonst noch zu berichten? Von der Software her hat Mobistel, wie eigentlich üblich bei diesen MediaTek-Geräten, nicht sehr viel am System verändert. Man sieht hier, die Icons sind so ein bisschen anders, auch wenn wir in den App-Drawer reingehen. Der ist jetzt hier leicht transparent gestaltet. Im Hintergrund sieht man noch meinen Live-Wallpaper. Trotzdem läuft natürlich alles super flüssig. Und die Standard-Icons für Kontakte und die Telefon-App und so und die Kamera sehen so ein bisschen anders aus als üblich, aber nichts weiter Wildes. Ja, was allerdings angepasst wurde, ist bei den Einstellungen gibt es ein paar neue Möglichkeiten, beziehungsweise die üblichen Möglichkeiten für die Multisim-Verwaltung. Erstmal hier eine neue Geschichte, die Android 4.2 artigen Benachrichtigungen, die gab es auch schon bei 4.1, aber was neu ist, ist halt, dass diese Shortcuts, die Mobistel und viele andere Hersteller vorher hier oben eingebaut haben, jetzt von Android direkt mitgeliefert werden, aber auf eine etwas andere Art. Man muss dann hier nochmal einen Knopf drücken, kommt dann in so eine Ganzbildschirmdarstellung, wo man dann verschiedene Sachen ein- ausstellen kann. Leider sind manches davon Links in die Einstellungen rein, andere davon sind wieder Toggles, die nur ein- ausschalten. Insgesamt für mich ein bisschen irritierend und auch unhandlich irgendwie. Und ich muss auch immer noch ein zweites Mal drücken, wenn ich hier in die Einstellungen rein will, weil wenn ich jetzt hier runterwische, dann gibt es keinen direkten Einstellungen-Button. Das hier ist zum Löschen der Benachrichtigungen. Na? Und das hier wechselt halt in diese Darstellung und dann habe ich auch die Einstellung hier oben. Da wollte ich nämlich hin. Wie üblich bei den MediaTek-Geräten sehen wir hier oben die SIM-Verwaltung. Eigentlich genau die gleichen Funktionen, aber für diejenigen, die noch nicht die Reviews der anderen Geräte gesehen haben, nochmal ganz kurz. Hier so oben sind die beiden SIM-Karten dargestellt anhand der Netznamen. Hier ist eine Farbe zugeordnet. Das kann man alles einstellen. Ich kann also die Telefonnummer eingeben, wenn sie nicht schon vom Netz her erkannt wurde. Den Namen der SIM-Karte bearbeiten, also anstatt Netznamen da jetzt meinetwegen Arbeit, Privat oder was reinschreiben und auch eine andere Farbe auswählen. Ja, habe damit so ein paar Individualisierungsmöglichkeiten. Ich kann beide SIM-Karten unabhängig voneinander ein- oder ausschalten. Wenn ich beide ausschalte, habe ich quasi einen Flugmodus. Wenn ich nur eine ausschalte, wird die auch hier oben mit diesem Flugzeugsymbol angezeigt. Hier oben sind die beiden Empfangsstärkenanzeigen, einmal für die O2-Karte und das andere für die T-Mobile-Karte. Die ist nicht mehr aktiv, aber die benutze ich so zum Testen noch als zweite Karte, damit wir diese Menüs hier überhaupt sehen können. Ja, man kann für Sprachanruf, Videoanruf, SMS und Datenverbindungen separat einstellen, über welche Karte das laufen soll. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit bei den Kontakten anzugeben, mit welcher SIM-Karte man die typischerweise anrufen will. Und das können wir mal kurz nachschauen. Mal in die Kontakt-App rein. Ich habe jetzt bewusst mal nur einen Testkontakt hier auf dem Handy drauf. Und da kann ich jetzt den einzelnen Nummern zuweisen, worüber ich sie anrufen möchte. Also wir können die einzelnen Rufnummern, nicht nur die Kontakte, sondern jede einzelne Rufnummer eines Kontaktes einer SIM-Karte zuordnen. Das geht in dieser Übersicht des Kontaktes. Ich brauche gar nicht in den Bearbeiten-Modus rein, indem ich die entsprechende Nummer etwas länger festhalte. Ich hatte jetzt schon eine Verknüpfung, dann habe ich hier unten nur die Möglichkeit SIM-Verknüpfung entfernen. Werde ich nochmal nachgefragt, ob ich das wirklich machen will. Jo. Und so, wenn ich jetzt nochmal lange festhalte, kann ich halt diese Verknüpfung festlegen. Da kann ich dann nochmal explizit sagen, mit welcher Nummer ich verknüpfen will. Also die Mobilfunknummer hier und ich weise die jetzt mal wieder der T-Mobile SIM zu. Übrigens, was ein bisschen irritierend ist, wenn ich jetzt denke, oh, jetzt weise ich auch direkt der Privatnummer noch eine andere SIM zu, ja, O2. Das tut es leider so nicht, weil wenn ich jetzt nochmal zurück zu der Mobilfunknummer gehe, ist meine Zuweisung futsch. Also ich muss zwischendurch, wenn ich jetzt hier die Zuweisung gemacht habe, auf Fertig gehen und dann kann ich nochmal wieder in den Dialog reingehen, um auch die andere Nummer zu bearbeiten. Also meinetwegen dann auch die private Nummer hier.
naja, die ist jetzt schon verknüpft, zu verknüpfen. Das ist ein bisschen irritierend. Was das bewirkt, ist leider, leider ausschließlich, dass das Telefon mir dann vorschlägt, die entsprechende Person mit dieser, mit der entsprechenden SIM anzurufen. Also ich sage jetzt mal hier, den Hans Test möchte ich gerne anrufen und will die Privatnummer wählen. Oha, nee, Moment. Das hat sich da geändert. So, hier ruft ihr, fragt er mich. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Also einmal fragt er mich nach, möchte ich wirklich, mit welchem möchte ich anwählen, und dann kommt dazu dieses Sternchen. Das könnte jetzt natürlich auch daran liegen, dass diese SIM nicht aktiv ist. Bei der anderen wählt er direkt. Es war bisher bei den Mobistels bzw. generell bei den Mediatek-Geräten tatsächlich immer so, dass man nochmal bestätigen musste, dass man nur so eine Auswahl bekam, oder stand dann empfohlen dahinter. Jetzt ist es halt diese kleine Banderole, und erst dann wählt er. Das ist ein bisschen nervig. Und noch ein Missverständnis möchte ich gerne aufklären. Manche meinen, man könnte über diese SIM-Zuweisungen dann auch Klingeltöne beeinflussen. Das ist nicht so. Das hier geht jetzt nur darum, mit welcher SIM-Karte ich denjenigen anrufen würde. Auf welcher der Nummern und damit auf welcher der SIM-Karten er mich anruft und was für ein Klingelton dann abgespielt wird, hat das gar nichts mit zu tun. Trotzdem war Mobistel so nett und hat da noch ein Feature eingebaut, was bei vielen anderen Mediatek-Geräten leider fehlt. Das ist dann nicht in der SIM-Verwaltung, sondern bei den Audioprofilen, wo ich halt auch Klingeltöne festlegen kann. Wenn ich jetzt hier den Klingelton auswähle, dann habe ich hier die Auswahlmöglichkeit für SIM 1 und SIM 2 verschiedene Klingeltöne festzulegen. Das finde ich eine super Sache. Ja, jetzt tönt er hier direkt wunderbar los. Das finde ich wirklich eine sehr schöne Sache, gerade wenn man, wie glaube ich viele Benutzer von Dual-SIM-Telefonen, eine Firmen- und eine private Nummer hat, dann ist es ja manchmal ganz nett zu wissen, am Klingeln schon zu hören, auf welcher Nummer man angerufen wird, ob es um was Berufliches oder was Privates geht. Ja, zwei Punkte hatte ich noch nicht erwähnt. Zum einen, Batterielaufzeit ist gut, ist ein Stück besser als zum Beispiel das Alcatel 992D, was ich letztens getestet habe. Kommt im Antutu-Tester bei dem Battery-Test. Ich hoffe, man sieht das Ergebnis jetzt hier noch. Nee, leider nicht. Das ist schade. Ich werde den Screenshot davon noch posten. Aber es kam auf, ich meine, knapp 3 Stunden. Sekunde, das müsste man eigentlich in der Galerie finden können. Screenshots. Da oben haben wir ihn. Und zwar, ja, auf, ja genau, 2 Stunden 44 ist es gekommen, dass viele andere Mediatek-Geräte, wie zum Beispiel das Alcatel 992D, was ich erwähnt hatte, kommen da auf ungefähr 3,5 Stunden, also ein Stückchen länger. Das Huawei S&Y 300, was mit einem fast gleich großen Akku bei einem kleineren Gerät ausgestattet war, kam auf 4 Stunden, also auch nur ein bisschen mehr. Also Batterielaufzeit ist wirklich gut. Natürlich, wenn man intensiv spielt, dann sackt auch hier der Akku schnell runter. Gerade die Quad-Core-CPU, wenn die genutzt wird, dann zieht die natürlich auch Power. Aber anscheinend ist das Power-Management gut, sodass bei wenig Nutzung auch nicht der Akku plötzlich ständig leer ist. Auch keine negativen Überraschungen mitgehabt, wie jetzt beim F3, wo ich ja schon berichtet hatte, dass mir immer mal wieder passiert ist, dass ich es aus der Hosentasche nehme und es ist leer, obwohl vorher noch 20% da waren und die dann innerhalb von weniger Stunden auf einmal futsch waren, ohne was zu tun. Das habe ich hier zum Glück nicht erlebt. Weiterer Punkt noch. GPS funktioniert auch tadellos, hat relativ schnell den ersten Fix bekommen und dann auch absolut tadellos in Google Maps Navigation erlaubt. Wunderbar, macht Spaß mit so einem großen Display und auch so einem hochauflösenden Display mit Google Maps durch die Gegend zu navigieren. Das sieht schon nochmal ein Stück schöner aus als bei kleineren Displays. Ja, eine Kleinigkeit noch, apropos großem Display. Der Lockscreen ist immer so eine Sache, das hatte ich bei dem T2 ja schon mal bemängelt, dass das schon recht schwierig ist, den zu unlocken. Ich glaube, mittlerweile habe ich mich ein bisschen mehr an große Handys gewöhnt. Was hier bei dem Lockscreen komisch ist, es gibt eigentlich nur eine Funktion. Eigentlich ist das ja, seit Ice Cream Sandwich hat man hier verschiedene Möglichkeiten, nach oben,
links und rechts verschiedene Sachen aufzurufen. Hier ist es nur Anlocken möglich. Ich habe auch keine Einstellungsmöglichkeit bislang gefunden, wie ich das anders einstellen kann, sodass ich Kamera, letzten Anrufe, Google Now oder ähnliche Späßchen auch aufrufen könnte. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, es gibt sicherlich Schlimmeres, beziehungsweise es gibt sicherlich auch Apps, die das dann nochmal verändern, mit denen man das dann nachrüsten könnte. Eine Kleinigkeit noch zur Telefon-App. Da ist Mobistel mittlerweile einen etwas anderen Weg gegangen, als es in der Vergangenheit war. Na, wenn ich hier die Wählmöglichkeit habe, hatte ich früher immer hier oben farblich kodiert dargestellt, welche jetzt die SIM ist, mit der ich anrufe. Da hätte jetzt also das orange O2 irgendwie gestanden. Jetzt habe ich stattdessen einfach zwei grüne Knöpfe, mit denen ich den Anruf starten kann. Dann leider wieder ein bisschen inkonsistent, einfach nur mit 1 und 2 bezeichnet und nicht mit dem Namen und der Farbe, die ich zugewiesen hatte. Also bei diesen neueren Erweiterungen, ähnlich auch wie bei der Klingeltonauswahl, ist leider dieses schöne Konzept, dass man den Namen und die Farbe immer dabei hat, nicht durchgezogen worden. Aber trotzdem, ich finde den Ansatz ganz nett, dass man einfach zwei Wählenknöpfe hat und nicht noch weiter hin und her irgendwelche Einstellungen ändern muss, um jetzt mit einer anderen Karte anzurufen. Ja, ich denke, ich bin soweit durch. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Ich werde das Gerät jetzt wohl sehr bald zurückschicken. Nochmal vielen, vielen Dank an getgoods.de, die mir das sehr kurzfristig zur Verfügung gestellt haben. Das ist immer wieder eine tolle Sache, dass ich darüber auch Testgeräte bekommen kann von Herstellern, die mich nicht direkt supporten. Mobistel hat auf meine Anfragen bislang leider nie geantwortet. Aber das Ding ist dann doch so interessant und so oft schon nachgefragt worden. Da habe ich halt mich an getgoods erinnert und die haben tatsächlich mir dieses Gerät zur Verfügung gestellt. Ihr könnt natürlich auch direkt bei denen das kaufen. Link werde ich im Artikel einbauen. Ja, mein Fazit ist überraschend, ein überraschend gutes, überraschend komplett problemloses Smartphone. Bei den Mobistel-Geräten hatte ich bisher immer so ein bisschen was zu meckern und hier eigentlich außer dem glänzenden der glänzenden Rückseite und den Knarzgeräuschen, wenn man hier so drauf drückt. Ich hoffe, man kann das hören. Ja, ich glaube, das wird auch auf der Kamera deutlich zu hören sein. Habe ich an dem Gerät eigentlich wirklich nichts auszusetzen. Hat ein sehr schönes Display, finde ich auch sehr farbkräftig. Hat reichlich Power. Mehr wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen sollte. Okay, so Sachen wie dieses Zoe bei HTC zum Beispiel, das ist natürlich witzig und das verbraucht dann auch Rechenleistung. Aber das, ja, das, was ich bisher so an Apps benutzt habe, da drauf, unter anderem natürlich auch Spiele, läuft absolut flüssig und da wäre kein Vorteil durch mehr Rechenleistung gegeben. Es ist allerdings natürlich ein sehr, sehr großes Gerät. 5 Zoll Format und auch nicht der allerdünnste Rahmen drumherum. Das ist schon ein Brocken, der mit einer Hand kaum noch zu bedienen ist. Zumal ich habe es irgendwie, wenn dann immer mit der in der linken Hand und dann hier unten rechts den Zurück-Button zu erreichen, der heutzutage meistens eher links im Handy ist, ist schon ein bisschen schwierig. Also dann wird auch dann schnell riskant, dass man das Gerät einem runterfällt. Das ist also eher was für Leute, die bereit sind, das Handy eigentlich fast immer mit zwei Händen zu bedienen. Wer ständig unterwegs ist mit Koffer in der Hand und ähnlichem, sollte sich vielleicht ein etwas kompakteres Gerät holen oder sehr große Hände haben. Ich lege mal nochmal zum Vergleich das HTC One daneben mit seinen 4,7 Zoll, ein gutes Stückchen flacher, natürlich ein ganz edles Aluminiumgehäuse, das ist ja eins der schicksten Smartphones, die man so kriegen kann. Mal zum Vergleich ein 4 Zoll Gerät, das Synus F3 und vielleicht mal noch spaßeshalber ein 4,3 Zoll Gerät, was so, denke ich, mittlerweile eine angenehme, Entschuldigung, kleine Größe ist. Hier das Mobistel, das Huawei Essence P1. Das sieht nach nicht sehr viel aus, aber insgesamt auch mit der schlankeren Bauform macht das für mich den großen Unterschied aus zwischen Gerät noch mit einer Hand sehr gut bedienen können und bei dem Mobistel nicht mehr. Aber ich weiß, für das T2 hat es sehr viele Fans gegeben. Es ist, glaube ich, hat sich ziemlich gut verkauft, zumindest wenn ich so die Anzahl der Kommentare gelesen habe von Leuten, die sich das gekauft haben und damit auch sehr zufrieden waren.
Ich denke, dass das hier wird auch viele Freunde finden. Allerdings, und da kommen wir zu einem weiteren kleinen Nachteil von dem Gerät, es ist halt deutlich teurer als das T2 oder alle anderen MediaTek-Geräte, die ich bisher getestet habe. Zurzeit so um die 260, 270 Euro rum in diversen Shops. Wurde vor Verkaufsstart auch teilweise mit 249 schon angepriesen, aber die Preise sind dann angezogen, was für das Handy spricht, das anscheinend beliebt ist. Aber das ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Da ist man nicht mehr sehr weit weg von den 299 Euro, die ein Google Nexus 4 kostet, was nicht so groß ist, aber noch leistungsfähiger ist und eine schönere Verarbeitungsqualität hat, auch ein gutes Display hat in HD-Auflösung, allerdings den Speicher nicht erweiterbar hat. Also da ist man schon in Kategorien drin, muss man sich mit Geräten vergleichen, die aus einer höheren Klasse zu kommen scheinen. Aber ich denke, das Modestell kann da noch recht gut mithalten, zumal der Preis vielleicht wieder ein bisschen fallen wird und vor allen Dingen, es ist halt riesengroß. Wenn jemand so ein 5-Zoll-Gerät haben möchte, dann gibt es eigentlich zurzeit kein preiswerteres mit entsprechend guter Ausstattung, also HD-Display, Quad-Core-CPU und so weiter. Es kommt allerdings demnächst ein harter Konkurrent auf den Markt, das Alcatel OneTouch Scribe HD mit fast der gleichen Hardware, also gleiche CPU drin, auch ein 5-Zoll-Bildschirm, HD-Auflösung, bisschen schlankeres und bunteres Gehäuse gibt es in verschiedenen Farben dann, kommt ein Stift und ein Flipcover noch dazu und ungefähr der gleiche Preis, zumindest bisher in den Ankündigungen. Das wird noch sehr spannend zu sehen sein, wie die beiden sich dann gegeneinander schlagen. Ich werde versuchen, das Scribe dann auch, wenn es verfügbar ist, in die Hände zu bekommen und zu testen. Leider wird das dann hier nicht mehr bei mir sein, sodass ich die nicht so gut direkt vergleichen kann. Aber na. Ansonsten zurzeit noch konkurrenzlos in dieser Größenklasse. Wenn man also, wie gesagt, ein großes Gerät haben will, kann man ganz bedenkenlos zugreifen. Wenn es einem zu teuer ist, kann man sich auch durchaus überlegen, das T2 zu nehmen, was auch ein gutes Handy war, was für viele Zwecke völlig ausreichende Leistung bietet. Zwar eine niedrige Bildschirmauflösung, die fand ich aber jetzt nicht wirklich so schlimm, wie sich das anhört. 480 mal 800 Punkte auf so einem Riesendisplay. Es hat für mich nicht pixelig ausgesehen und machte durchaus auch Spaß, damit zu surfen oder zu spielen zum Beispiel. Zu dem T2 gibt es noch mittlerweile ein paar weitere Konkurrenten. Die Firma Ficom drängt oder kommt zum Beispiel jetzt auch nach und nach immer stärker auf den deutschen Markt. Die hat ein i600, was den technischen Daten des T2 sehr genau entspricht. Das werde ich demnächst mal testen. Das wird aber noch ein paar Wochen dauern. Ja, und ansonsten, wie gesagt, für so Fans dieser großen Handys sind im Moment die beiden Cynos T2 und T5 wirklich eine Empfehlung wert. Ja, soweit von mir. Genug gelabert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir doch bitte einen Thumbs up. Abonniert meinen Kanal. Meldet euch auch gerne mit Kommentaren. Wenn ihr andere Videos von mir euch mal angeguckt habt, werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, dass ich fast jede Frage beantworte und eigentlich immer bemüht bin zu helfen. Das kann ich nicht immer machen. Ich muss ja auch zwischendurch mal noch arbeiten und mich um Familie kümmern, aber ich bemühe mich darum. Ja, und vielleicht um schon mal zwei, drei Standardanfragen vorab zu beantworten, bevor ich jetzt zum Ende komme. Dieser schöne Bildschirmhintergrund nennt sich Koi Free Live Wallpaper, ist kostenlos im Play Store zu bekommen. Diese schönen Widgets hier oben, die so den 24-Stunden-Verlauf der Temperatur zeigen, nennt sich X-Weather Widget, AIX geschrieben. Das hier ist Eye in the Sky, kann man so konfigurieren, dass es schön dazu passt, auch so ein bisschen transparent. Und Screenshots, ich kriege irgendwie dreimal täglich, habe ich manchmal das Gefühl, diese Frage gestellt. Screenshots macht man, indem man die einen Ausschalttaste und Lautstärke runter zusammendrückt. Das ist ein bisschen eine Übungssache, gerade wenn der Lautstärke, na, der Einschalter so schwierig zu finden ist wie bei dem hier. Na, da haben wir es jetzt gemacht, man hört es hier sogar. Ja, das nochmal so als Tipp. Steht übrigens auch in der Android-FAQ auf technophil.de, aber irgendwie sind sich viele Leute anscheinend nicht bewusst, dass das eine Standard-Android-Funktion ist und fragen bei jedem Handy nochmal neu nach. Was soll's. Ich versuche ja gerne zu helfen.
ja, soweit von hier. Ja, ich würde mich freuen, von euch Feedback zu bekommen. Stay tuned, es kommen denn bestimmt noch eine Reihe Testberichte und Unboxings und ähnliche Sachen von mir. Jetzt erstmal wird ein klein bisschen Ruhe sein. Im Sommer muss ich mal ein bisschen langsamer treten und mich um andere Sachen kümmern. Aber ihr hört bestimmt von mir. Bis denn, euer Klaus.